So. Guter Einstieg, mal zwei Wildtiere getroffen. Ich habe jetzt echt lang überlegt, ob ich das drin lassen soll mit dem Bogen, wie ich mir den extra angetan habe und dann rausgefunden habe, dass dieser Bogen gar nicht so geil ist, wie ich dachte. Es ging halt einfach darum, dass ich dachte halt, ne, diese Pfeile hier, diese gehärteten Pfeile, dass sie halt viel mehr Schaden machen würden, aber ja, das sieht man auch schon hier, dass das nicht der Fall ist. In der Mitte hat, glaube ich, der Scharfschützen- oder Präzisionspfeil nämlich 76 Schaden und der hier nur 36 oder so in dem Dreh. Und hat jetzt natürlich nicht die gewünschte Wirkung, die ich mir jetzt dann erhofft hätte. Naja, gut, ist halt so. Kann jetzt auch nichts mehr ändern dran. Hab ihn jetzt geholt und ich glaube, ich lasse es drin. Weil wenn ich schon faile, dann schneide ich nicht drum rum und tue so, als hätte ich da irgendwie bessere Entscheidungen getroffen. Sondern ich hau das einfach so rein, wie ich es gespielt habe. Ich meine, was soll der Geiz? Wir haben jetzt natürlich immer noch die Möglichkeit, aufzustocken. Und ich gehe mal ganz kurz nach Meridian zurück. Da waren wir jetzt zwar für euch in der Aufnahme, waren wir da wahrscheinlich gerade schon. Für mich ist jetzt wieder eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Und deswegen müsste ich nochmal kurz nach Meridian rein, um den Händler zu besuchen, weil ich möchte wenigstens schauen, dass wir den Tripcaster und diese Slingshot haben, weil das relevant wäre. Also das hier, ja, verkaufe ich mal. Das hier auch. Und kaufen Waffen. Ne, mit Outfits. Kann ich hier eigentlich so kaufen? Läuferherz. Bano Geißjägerin, Nora Überlebende. Sollte ich mal auch irgendwann mal auf Rüstungen achten, aber ja, wie gesagt, das ist mir jetzt gerade nicht so wichtig. Obwohl ich natürlich auch immer ordentlich auf die Fresse kriege. Aber das zum Beispiel wäre etwas, was ich mir auf jeden Fall besorgen sollte. Schatten-Sprengschleuder, weil die ist echt gut. Wichtig wäre natürlich auch, nicht jetzt unbedingt einen Rassler sich zu holen, sondern halt so eine Stolperfalle. Und da wäre die ganz gut, weil die nämlich so eine Sprengladung drin hat, wie ihr in der Mitte seht. Und die kann man natürlich gut spannen und dafür sorgen, dass wenn da irgendein Vieh rüberläuft, halt das ordentlich Schaden nimmt. Und dafür bräuchten wir Plündererherz, die ich wahrscheinlich schon wieder verkauft habe, weil ich immer so super schlau bin. Und Lanzenhorn. Also Plünderer und Lanzenhorn sollten wir vielleicht uns mal anschauen, ob wir da nicht irgendwas reißen können. Wo sind denn die Lanzenhörner? Da sind sie. Gab es die hier auch? Graser. Graser, Graser, Graser. Ich glaube, Lanzenhörner fing erst in diesem Gebiet hier an. Und da haben wir ja zum Beispiel hier oben auch welche. Das sind, glaube ich, Graser. Lanzenhorn, die erkennt man ganz gut daran, dass die Hörner halt so spitz zulaufend sind. Halt aussehen wie die Lanze. Macht ja auch Sinn. So. Wo haben wir denn jetzt welche? Wenn ich sie nicht suche, laufe ich immer an sie rein. Suche ich sie, finde ich sie nicht. Das ist immer das Gleiche. Ein Plünderer sind ja diese kleinen Dinger hier, die... Da, das sind Plünderer. Das könnte zum Beispiel auch mal was sein, dass ich die mal jage und vielleicht da mal Herzen raushole. Ich müsste jetzt noch genug Präzisionspfeile haben. Ich gewöhne mich langsam daran, dass der Taskmanager immer auf 100% CPU-Auslastung springt, weil er einfach immer was vorbereitet, während ich laden muss. Danach fällt er sofort wieder runter. Ist ganz spannend, das mal irgendwie im Auge zu behalten. Da muss ich rüber. Hardy little plant. Ist da oben irgendwas? War jetzt mal spannend zu wissen, ob da oben was ist. Nein, ist nicht. Okay. So. Auf zu den Plünderern. Schauen wir, ob wir da was reißen können. Ich glaube, bei denen war ich schon ein paar Mal. Habt ihr denn auch getötet, aber habt die Herzen, glaube ich, weggehauen. Wichtig ist natürlich, dass ich auch Tiere nebenbei noch jage. Einfach aus dem Grund, alles, was mir jetzt auch irgendwie das gibt, was ich brauche, sollte ich vielleicht besorgen. Also jetzt zum Beispiel kann ich ja... Oh Gott.
er mich? Das wäre mal der erste. Plündererherz. Hätten wir sogar schon eins. Vielleicht kommt es sogar mir vorbei und ich kann mir das sparen, mit dem zu kämpfen. Jetzt habe ich einen Seitenstich und fertig. Gut, das war's anscheinend schon. Ja, das war einer. Natürlich. Auch grün. Gibt's hier noch mehr oder war's das jetzt? Ich weiß, ich drifte gerade voll von dieser Main-Quest-Thematik ab. Und auch die Brutstätten sind gerade so ein bisschen am Leiden. Aber ich habe keinen Nerv da drauf, wie bei dem letzten Ding. Bei Ro war das ja. Wo ich da halt gegen diesen Verwüster und das Schnappmaul gekämpft habe, das war ja echt, also habe ich auch gedacht, ich komme da nicht so richtig durch. Gut, es gibt keine Plünderer mehr. Was ich jetzt nicht machen werde, ist hier ewig rumgurken, sondern ich werde effektiv versuchen, zu den Orten zu gehen, wo die vermerkt sind, um sie dann natürlich auch bekämpfen zu können, ohne jetzt hier ewig rumzugurken. Wo sind hier noch Plünderer? Ich brauche Plünderer. Plünderer? Hello? Da ist zum Beispiel auch ein Lanzenhorn. Ah. Sehr wild. Lanzenhörner sind auch wichtig. Das heißt, die kann ich mir jetzt auch nochmal schnell schnappen. Vielleicht kann ich auch einfach zwischen den Gegnern hin und her switchen und vielleicht sind die dann einfach wieder respawned. Das kann auch natürlich sein. Testen. Alles einfach mal testen. Wo lang? Da lang. Was war das? Bin ich aber ganz schön geblendet hier. Aua. Ich hol erstmal weg. Lass dir doch mal in Ruhe, Mensch. Ich glaube, das hat sich gelohnt, da aufzustocken. Ein Schuss und die fallen um. Ja, es ist super. Ich freue mich, dass du lebst. Das ist wo. Hä? Was ist für mein Trouble? Wo bist du denn? Ich sagte, da ist was für mein Trouble. Halt nicht. Oh, ein Habicht. Ein Habicht? Wieso ist das ein Habicht? Körper.
Wen bekämpft er gerade? Den Boden oder wie? So, du landest bitte mal ganz kurz. Unfreiwillig. Wer ist denn das? Ja, da oben. Gut, die haben wir jetzt eigentlich auch relativ schnell beseitigt, würde ich mal sagen. Na komm, traust dich? Wie der sich traut. Oh, es hat auf jeden Fall schon mal sehr viel daran geändert, dass ich meine Waffen halt ein bisschen aufgewertet habe. Nein. Wo ist denn der hin? Da ist er. Nicht sehr erfolgreich, wenn ich das noch mal sagen darf. Auch grün. Die wollen nicht so richtig. Ich muss mal schauen, es gibt noch irgendwie so eine Waffe, womit man Seile spannen kann und Fluggegner auf dem Boden festpinnt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das Ding heißt. Muss ich auch nochmal schauen. So, da drüben sind jetzt wieder andere Gegner, oder? Also eigentlich Gegner sind ja eigentlich Maschinen, die mehr oder weniger in Ruhe gelassen werden wollen. Hat er das überhaupt gesehen? Kommst du bitte her? Ich muss einfach noch gucken, dass ich irgendwie an Scherben rankomme. Das komme ich hier so am besten irgendwie. Weil die kommen hier reingelaufen. Und dann kann ich sie mir hier einen nach dem anderen nehmen. Aber ich glaube, ich muss auch ein bisschen mich über die Karte bewegen, weil die immer hierher zu locken, halt ein bisschen sehr weit ist. Oh boy. Da jetzt rauslaufe, habe ich das Problem, dass wieder alle aufmerksam werden.
So, der dürfte jetzt aufmerksam darauf werden, dass ein Kumpel von ihm da liegt. Wenn ich das jetzt fertig habe, dann gehe ich zum nächsten Lanzenhorn oder zum Plünderer, um nochmal Herzen zu kriegen. Da ist noch einer. Gut. Ist eigentlich ganz angenehm, wenn man die mal so fertig machen kann, ohne dass man ständig irgendwie in einen Kampf reingeraten muss. So. Vorspulen. Also, wir sind jetzt da. Da oben will ich noch nicht hin. Suche nach dem Banuk-Lager, aber wenn ich da jetzt hingehe, ist halt kacke, weil das ist ja irgendwie in das Gebiet von dem DLC und da will ich noch nicht hin. Da oben sind auch Lanzenhörner. Aber Plünderer gibt es hier gar nicht mehr so viele, oder sehe ich sie einfach nicht? Pirscher, ja, das ist natürlich... Da muss ich ein bisschen mehr mit Wumms ran an die. Gibt ja Sonnenfall. Könnte ich ja nicht schön machen, aber... Plünderer da. Problem ist halt nur, wenn ich jetzt da hingehe schon, dann... bin ich halt waffentechnisch nicht so ausgerüstet. Ich will halt einfach wirklich, dass halt Wumms dahinter ist. Das ist das, was ich möchte. Komm ich denn da jetzt am blödesten hin? Vielleicht könntest du einfach mal die Klappe halten. Das wäre auch eine Idee. Statt mir irgendwelche komischen Tipps zu geben. Also sie tun immer so vom Weg, ja, du müsstest ein bisschen mehr Respekt zeigen. Ungefragt irgendwie einen Tipp zu kriegen oder irgendeine Meinung ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, naja, kann man sich auch stecken. Was ist denn jetzt? Okay, da muss, hä? Check ich gerade nicht, aber ich dachte, das Lager wäre jetzt weiter unten gewesen. Boy, da ist schon einer. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. So. Einer nach dem anderen. Versuche sie jetzt auseinanderzunehmen. Ohne groß in einen Kampf zu geraten, ohne irgendwelche Ressourcen zu verballern, wäre es ganz cool, wenn ich die jetzt einen nach dem anderen auseinandernehme. Und zack. Wo ist der nächste? Da. Du bitte auch noch. Teilscher. Oh, das ist nicht gut. Sind auch noch mehr auf dem Weg hier. Das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Low and quiet does it. Das sind mir zu viele. Ich könnte auch einfach einen töten und dann rausspringen. Zum Beispiel. Und dann raus. Und tschüss. So. Vielleicht nicht überall hängen bleiben, wäre noch eine Idee. Oh. Was zu denn hin? Warte mal. Nicht persönlich werden hier. Geplündert? Ja, den habe ich geplündert. Das war's. Ich sehe nichts Blaues. Ach, geh. Okay. Jetzt wenigstens was Blaues erwartet. Einfach nur so. Für wenig Arbeit mehr auskommen, wäre doch eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen, oder? Töten die sich eigentlich gegenseitig? Ich habe das noch nicht ganz gepeilt in dem Game, ob die sich gegenseitig töten. Kann ich den plündern oder nicht? Wenn nicht, warum liegt der da so verlockend rum?